Willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4. Der gute Audio ist noch zu Besuch bei Familie Wollenhoff. Jetzt wollen wir ihn aber nach Hause gehen lassen. Wir sind hier tatsächlich bei Familie Wollenhoff, sehen hier noch, wie hier einige Sachen bei uns im Zuhause rumliegen. Aber wir machen uns jetzt auf den Heimweg. Der gute Audio ist zurück von seinem Besuch. Launen sind von The Sims, die du nicht zu erfüllen brauchst. Ja, toll, dass man sich erfüllen braucht, aber diese schönen Life Points will man doch schon gerne haben und dementsprechend nimmt man sie doch mit. Würde ich mal so sagen. Ja. Ist es nicht schön, endlich wieder Sims. Ich freue mich so sehr. Endlich wieder Frösche züchten. Endlich wieder Ladebildschirme und lustige leuchtende Plumbobs. Ja, lieber Plumbob, lässt du mich Wollemas reinlassen? Ist natürlich gleich schön, diese Folge mit einem ellenlangen Ladescreen zu verbringen. Unschön sowas. Ja, da sind wir schon. Zaubert, Zauber, guten Tag. So, jetzt wollen wir mal schauen, was wollen die lieben Damen und Herren tun? Herbie Edgar. Jetzt schauen wir noch mal kurz. Also, ihm geht's super. Er muss in 24 Stunden jetzt zur Arbeit. Herbie, geh zur Arbeit. Du kannst nicht zur Arbeit. Er muss heute nicht zur Arbeit. Ich habe mich geirrt. Er muss heute nicht zur Arbeit. Er möchte gerne Essen zubereiten. Ja, wir haben ja noch genug Essen. Also, das ist unnötig. Kochbuch geschrieben. Ach komm, lassen wir ihn mal essen. Gourmet-Menü zubereiten. Oder schauen wir mal was anderes. Was möchte er hier denn noch? 20 ausgezeichnete große Mahlzeiten. Gourmet-Speisen auf einer Veranstaltung. Okay. Ein Gourmet-Menü. Nehmen wir doch mal Pasta Primavera in der Familiengröße. Go! Chrissy, Level 10 Gartenfähigkeit. Was haben wir denn im Garten noch zu tun? Erstmal hat sie Hunger. Hunger! Chrissy schiebt Hunger. Wir hätten hier noch einen leckeren Hummer-Tortellini, den darfst du dir genehmigen. Er ist konzentriert ohne Ende. Ihm geht es aber sonst super. Dann würde ich doch sagen, machen wir uns mal an die Hausaufgaben bei ihm, oder? Er hat schon, Beförderung ist selbstsicher, sollte selbstsicher sein. Muss um 18 Uhr, oh, das ist ja bald, zur Arbeit, selbstsicher. Selbstsicher geht unter anderem durch Duschen. Dampfende Dusche. Ne, kokett. Ach, wie war denn nochmal selbstsicher? Ich hab's schon wieder verpennt. Selbstsicher. Ich weiß es nicht. Egal, lass es laufen. So, und Audio. Hey Audio, wie geht's dir? Dir geht's super, wie es aussieht. Dann, was möchtest du sein? Du möchtest energiegeladen sein und du möchtest gerne hier Schachspiele gewinnen, Bücher zu Ende lesen und Level 6 Logikfähigkeit. Logikfähigkeit wäre unter anderem zum Beispiel hier möglich, Himmel beobachten. Herbie? Was tust du? Du stehst da und kochst nicht. Schlecht für dich. Das darfst du mal kurz aufräumen. Und dann haben wir hier nämlich noch eine ganze Menge Schrott rumliegen. Teileplünder Nummer 1. Teileplünder Nummer 2. Was haben wir hier? Alles wegwerfen. Okay. Oh, der Garten sieht schlecht aus. Gartenaudio. Welcher ist denn der Gartenaudio? Er nicht. Audio? Welche war denn der Garten? Hat er nicht ein Garten-Audio? Ach, glaube ich, es war schon erledigt. Für seinen, ja, Baggerfahrer. Es ist schon erledigt. Okay. Dann darf Chrissy sich gleich mal um den Garten kümmern. Wenn sie hier aufgegessen. Ah, sie hat aufgegessen. Perfekt. Perfekto. Dann würde ich ja sagen, hier einmal Garten pflegen, bitte. Während die anderen Sims hier fleißig arbeiten und Audio sich auf den Weg zur Arbeit macht. Viel Spaß bei der Arbeit, Audio. Gehen wir hier hoch und züchten ein paar Fröschchen. Wir nehmen uns sein Inventar. Es tut mir jetzt leid, ich müll dich mal kurz mit Fröschen voll. Du darfst doch gleich mal Hausaufgaben machen. Ah, wir nehmen uns den Super Surfer Herzfrosch und den Leopardenfrosch und sagen, Frösche züchten mit Leopardenfrosch. Und es kommt heraus ein gepunkteter Herzfrosch, den wir noch nicht haben. Oh, schön. Gepunkteter Herzfrosch, Surfer-Herzfrosch. Ah, wir haben ihn doch schon, den haben wir dort. Gut, der Leopardenfrosch kommt zurück und der gepunktete Herzfrosch geht in den Verkauf. Sehr gut. Audio sitzt immer noch hier. Er möchte gerne Freund werden mit Gina. Das kriegen wir doch hin. Müssen wir Gina gleich mal anrufen. Er hat hier fleißig geplündert. Dann würdest du sagen, wegwerfen und wegwerfen.
Sehr schön. So soll das sein. Chrissy, für dich sehe ich hier gerade, dass du hier noch was upgraden könntest. Einmal weiterentwickeln, bitte. Haben wir sonst noch was Blinkendes? Da blinkt da noch was. Na, da nicht. Du hier blinkst, oder? Blinkst du? Blinkst du? Oder blinkst du? Du blinkst. Okay, weiterentwickeln. Jetzt haben wir noch einen Frosch. Leopardenfrosch. Habe ich den nicht zurückgestellt? Leopardenfrosch? Oh, ich habe ihn zweimal. Okay, ciao mit au. Tschüss, Leopardenfröschchen. Auch interessant. So, wir haben immer noch 5 Frösche, obwohl wir in unserer Sammlung fehlen uns nur noch 3. Also ich weiß nicht, welche ich hier schon mal hatte und dann wieder verloren habe. Das weiß ich leider nicht. So, Chrissy, was tust du? Du jätest hier. Was können wir jetzt noch Interessantes anstellen? Herbie steht da und tut nichts. Oh, Sammelbild, neues. Yippie, verbessern können wir hier nichts. Ach, was können wir jetzt... Oh, da können wir nochmal reparieren. Auch wieder was Kaputtes, das gibt's doch nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Hier können wir noch verbessern. Selbstreinigende Wandbeschichtung. Verbessern. Wasserstromregulierung, das können wir alles mal machen. Chrissy, wie sieht's bei dir aus? Du bist immer noch im Garten. Wenn du im Garten fertig bist, darfst du mal kurz zur Rakete gehen. Hier, hallo. Einmal verbessern. Frachtraumerweiterung. So, dann können wir nochmal... Oh, Geschäftspolitik. Audio ist hoffnungsfroh. Die Kundin, die auf den Kundenschalter zukommt, sieht bereits ein bisschen geknickt aus. Ich möchte etwas umtauschen, habe aber keine Quittung, murmelt sie. Audio zeigt auf das Schild keinen Umtausch ohne Quittung. Andererseits tut es ihm wirklich leid, einmal nicht angeschrien zu werden. Wirklich gut, einmal nicht. Soll er netter zu den Leuten sein, die nett sind? Umtausch ablehnen. Und, was sagt Chefchen? Leistungsverbesserung klein. Netter Versuch, Lady. Gut. So, er hat hier, wenn ich das richtig gesehen habe, neues Sammelbild. Ich träume von Plesiosaurus. Hatten wir das nicht schon? Ich kann mich da ganz grob erinnern. Irgendwo müssten wir das finden. T-Rex-Nebel, Funkel. Das ist noch so ein Bild. Was ist das? Upp, Stil von einer anderen Welt. Hier haben wir noch ein Fischchen. Wir haben ja eine ganze Menge... Ah, da ist es doch, oder? Ich träume von Plesiosaurus, genau. Schwupp. Schwupp. Pinnwand voll. Oh nein. Herzlichen Glückwunsch, neues Sammelbild. Oh, das haben wir noch nicht. Rot sehen. Das haben wir noch nicht. Wo packen wir das denn? Da ist noch eine freie Wand. Da passt das wunderbar hin. Einmal rot sehen, bitte. Danke. So. Was stellen wir jetzt an? Herbie, was tust du? Herbie gradet immer noch die ganzen Sachen hier ab. Wir packen mal die Wand wieder runter. Oh, Gina ist da. Hallo, Gina. Okay, du möchtest gerne dich mit Gina befreunden. Das kriegen wir hin. Hallo. Hallo, Gina. Wir bitten sie mal herein. Nicht wahr, kleine Gina? Du willst hier mit rein. Gina von den Hoff. Ich wurde aufgeklärt, wie man ihren Namen richtig ausspricht, den Nachnamen. Es ist ein V wie Vogel, nicht ein W wie Wasser. Also, Gina von den Hoff. Guten Tag, Gina. Wie geht's dir? Gut, dann wollen wir hier mal ein bisschen anfreunden mit der lieben Gina. Ah, über Spielstrategie diskutieren, kennenlernen, was können wir noch mehr Auswahl. Wir sind mal freundlich. Nach Tag fragen, nach Techtelmechtel fragen, nein, mehr Auswahl. Freundlich. Mehr Auswahl. Oh, was ist jetzt passiert? Über Interessen reden. Ah, da kann man noch. Was haben wir jetzt veranstaltet? Oh nein, irgendwas ist da schiefgelaufen. Herbie ist fertig, hat hier ganz fleißig geupgradet und hat Hunger. Das ändern wir. Wir haben hier leckere Sachen. Zum Beispiel ein Lammkarree, das wir essen dürfen. Danach sollten wir bei ihm mal uns ein bisschen... um die Blase kümmern. Einmal wie in Champion Pieseln und duschen könnten wir auch nochmal. Chrissy, bei dir draußen sieht so aus, als ob du hier dringend weitermachen solltest. Oder Level 10 Gartenfähigkeit ist bald erreicht. Auszeichnete Pflanzen entwickeln. Die Pflanzenentwicklung dauert noch ein wenig, bis hier der Garten komplett bereitet ist. Das Gespräch zwischen den beiden, wie entwickelt sich das? Hallo Gina, schmutzigen Witz erzählen wollen wir natürlich nicht. Mehr Auswahl, lustig, wir sind immer lustig. Witz über Aliens ist super. Witz über Aliens ist ganz toll. Videospiele spielen, ja, Freunde werden, jawohl. So, er isst gerade eine Runde.
Das ist auch wichtig. Er möchte eine ausgezeichnete Mahlzeit machen und er möchte auf Toilette. Das haben wir ja schon gesagt. Was möchte er noch? Er möchte eine Mahlzeit kochen, Spielzeug kaufen und befördert werden. Ja, das sind alles Sachen, die ich auch gerne möchte. Wir werden mal ein Gourmet-Menü zubereiten. Was haben wir? Was ist das? Monte Cristo Sandwich. Das hört sich cool an. Das haben wir auch relativ neu bekommen, wie es aussieht. So, Chrissy, wie geht's bei dir mal voran? Du bist hier gerade echt ein bisschen langsam. Oh, Audio ist wieder da. Hallo, Audio. Was möchtest du? Du möchtest ein Gemälde beenden. Haben wir denn hier noch ein Gemälde? Traurig. Oh. Okay, trauriges Gemälde malen, bitte. Wenn du das fertig hast, darfst du hier eine Runde schlafen gehen. Beziehungsweise, du solltest mal deine Freundin anrufen. Du hast dich seit Ewigkeiten nicht mehr um Andrea gekümmert. Wo ist denn Andrea geblieben? Ich glaube, die rufen wir mal an. Es ist schon wieder so spät, um sie anzurufen. Eigentlich ist das nicht gut. Wir können es mal probieren. Wir rufen Andrea mal an. Hey, Eiland hier abzuhängen. Wo ist denn Andrea Nasturia? Hey. So, Audio 2. Wo? Ach, da hat sich die gute... Wo hat sich denn die gute Gina jetzt hin verzogen? Ah, oh, Andrea wird gleich da sein. Yay. Sehr schön. Audio, Herbi ist gerade in der Dusche, auch gut. So, Chrissy, so langsam mache ich mir Sorgen um dich. Du müsstest dringend auf die Toilette. Deshalb sage ich hier, verwenden, aufwischen und hier oben mal eine Runde. Dann darfst du hier oben das Upgrade machen. Verbessern, Frachtraum weiter. Audio, hey, bitte sie doch mal herein. Wir, ja, wollen sie natürlich einladen, über Nacht zu bleiben. Wir wollen mit ihr... Oh, Andrea, wo bist du hin? Wir wollen über neueste Spiele reden. Oh, er hat die Fähigkeit Gemälde erreicht. Sehr schön. Oh, was ist los mit dir? Andrea ist traurig. Wieso ist Andrea denn traurig? Das ist doch nicht schön. So, jetzt redet ihr beide erstmal miteinander, oder? Jetzt muntern wir sie mal ein bisschen auf hier. Plan mit Speckstreifen, etwas mit Speckstreifen zu umwickeln. Vielleicht ein kommendes Kompliment machen, mehr Auswahl, Romantik, gestehen, verknallt zu sein. Können ja brillante Ideen mitteilen, können einiges machen. So, ist er hier gerade mit Gina drin? Kann das sein? Dass die beiden hier gerade irgendwie da drin sind? Möglich ist vieles. Nee, da ist Gina. Hey Gina, wollen wir noch ein bisschen hier über Nachbewunderung ausdrücken? Was wollen wir da tun hier? Wir wollen mehr Auswahl, freundlich sein, Outfit zeigen. So, reicht. Chris, wie lange dauert das noch? Ah, jetzt wird halt weiterentwickelt, oder? Nee, es wird immer noch gejätet. Meine Güte, wie lange dauert das denn hier noch? Jetzt endlich wird weiterentwickelt. Ha. Okay, hier können wir nicht weiterentwickeln. Da eventuell, nein, hier auch nicht. Wo können wir hier noch was weiterentwickeln? Da blickt doch was weiterentwickeln. Sehr gut. So, da wird weiterentwickelt. Aber jetzt geht sie erst noch auf Toilette. Muss sein. So, unsere beiden Schwimmmäuse hier und halten sich schön am Pool. Im Hintergrund sehen wir, wie Audio seine Freundschaft mal wieder pflegt. Wo ist er jetzt hier? Da ist der Audio. Energiegeladener Audio. Hey. Gott, hol dir mal was zu essen und schnapp, nimm Gina mit. Öffne. Schnapp dir doch mal Lachs in Kräuterkruste. Herbie ist hier draußen hier drin fertig. Was steht hier noch auf dem Boden? Oh, das ist SimCity Käsegrund, ist verdorben. Der kommt weg. Der Monte Cristo Sandwich kommt dahin. Und was stellen wir jetzt noch mit Herbie an? Herbie, was hast du? Du hast sozial, bist sozial gerade ein bisschen schlecht drauf. Dann würde ich sagen, reden wir ein bisschen mit ihr. Wir können hier noch ein bisschen verrückt Planverschlag über Logikrätsel reden. Wir können mit ihr, hoppala, mehr Auswahl. Oh nein, sie muss los. Nee, das geht jetzt aber nicht. Och, das ist jetzt schade. Ich wollte gerade so schön mit ihr reden. Okay, was können wir sonst mit Herbie noch anstellen? Was möchtest du? Du möchtest immer noch kochen, aber so viel kochen kann ich gar nicht, wie du möchtest. Nee, das wird keiner. Gina möchte gerade nicht reden. Gina möchte nach Hause gehen. Ein Instrument spielen, das ist doch mal eine... Das ist doch mal eine Maßnahme. Chrissy ist hier oben und randaliert hier eine Runde. Oh, aber Chrissy möchte auch mit ihrem Mann reden.
Das ist doch mal eine Mehrauswahl freundlich. Kochtipps geben. So, hör auf mit Gitarre spielen, das will sowieso keiner hören bei dir. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber irgendwie stimmt es ja. Küssen und Mehrauswahl. Romantik knuddeln. Okay. Ach, bumm, mal wieder. Als nächstes könnten wir uns mal wieder Audio ansehen. Die beiden unterhalten sich hier immer noch ganz fleißig. Wir können sie einladen, über Nacht zu bleiben. Wir können Tobi über Outfit machen. Und dann würde ich noch sagen, machen die Pyjama Party klingt toll. Super. Dann würde ich noch sagen, wir machen hier ein wir spusen hier ein wenig mit Andrea rum und danach schlafen wir eine Runde. Wir sind nämlich todmüde und wir haben auch Hunger und müssen auf Toilette und ach du liebe Güte. Okay, danach darfst du gerne auf Toilette gehen, wenn du geschlafen hast. Und hier dann noch kurz was essen. Öffnen. Spinat, Frittata. Audio 2, was möchtest du? Du möchtest gerne ein Schachspiel gewinnen. Dafür brauchst du aber einen Schachspielpartner. Hier möchtest du noch einen Sandsack verwenden. Oh, den haben wir doch hier oben. Der ist doch hier. Energiegeladen üben. Viel Spaß. So. Oben auf dem Dach steht Herbie und wartet auf die liebe Chrissy, die hier noch arbeitet. Wir hören das mal auf. Und eigentlich wollten wir mit ihr reden und so. Ach, ich gehe mal hinterher, das ist eine gute Idee. So, hier sind die beiden Turteltäubchen im Bett unterwegs. Das gehört ja zu einer guten Beziehung irgendwie dazu, dass man so ein bisschen ab und zu mal so ein bisschen knuddelt, so ein bisschen rumschmust. Das gehört einfach dazu. Ohne das wäre es keine richtige Beziehung. So, und gute Nacht, ihr beiden. Schlaft gut. Ach, er steht jetzt schon wieder auf, um dann wieder ins Bett zu gehen. Das ist irgendwie semi-intelligent. So, jetzt aber ab ins Bett mit dir. So. Audio 2. Boxt hier ein wenig den Sandsack. Und dem geht's. Er ist noch erstaunlich fit. Das wundert mich. Und ausgezählt Petersilienpflanze. Yay! So, danach, du darfst dann mal auf Toilette gehen. Und die beiden unterhalten sich jetzt erstmal eine Runde. Die wollen jetzt hier ihre Beziehung ein bisschen auffrischen, über Fitnesstechnik reden. Was können wir sonst noch Lustiges machen? Mehr Auswahl, Romantik, einen Kuss zu hauchen. Und wir können noch freundlich die Bewunderung ausdrücken. Alles sowas können wir noch machen. Hier, er boxt noch den Sandsack. Geht danach, glaube ich, mal kurz duschen. Baden meine ich natürlich. Baden, bade ein wenig, kleine Audio. So, was möchtest du jetzt noch tun? Du möchtest gerne Schachspiele gehen, Bücher zu Ende lesen und Logikfähigkeit erweitern. Gut. Dann werden wir gleich nochmal ein bisschen etwas lesen. Lies einfach mal irgendetwas. Das ist schon mal eine gute Basis. Hier. Oh, ich dachte, sie wäre schon gegangen. Sie ist noch da. Wollte sie nicht nach Hause gehen? War da nicht was? Ich erinnere mich. Ah, Andrea ist immer noch traurig, glaube ich. Andrea, was sagst du? Bist immer noch traurig? Gefühlt ja. Ah, jetzt kann sie da nicht ran, weil Andrea mit ihr redet. Oh, das freut mich. Wir werden jetzt mal kurz das aufgeben und spielen mit Gina Rollenhoff. Wir spielen eine Runde Schach. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Wo bist du gerade? Du gehst gerade ins Bad. Und dann spielen wir mal eine Runde gegen Gina. Die beiden haben immer noch ein lustiges Zwiegespräch. Wir wollen noch ein bisschen küssen und anmachen. Ich glaube, dann werden die beiden sich auch mal wieder hier kurz hier oben ins Bett hier verziehen und ein kleines Techtelmechtel machen. Das steht mal wieder an. So. Jetzt wird hier rumgeschmust. Ja, knutsch, knutsch, knutsch. Oh ja, das ist jetzt ganz subtil. Ein unglaublich subtiler Zug von Herbie Edgar. Aber hat ja funktioniert. Jetzt wollen wir mal gucken, ob die beiden nicht hier oben jetzt doch ins Bett kriegen, oder? Techtelmechtel mit. Chrissy? Klappt gerade nicht, okay. Zweideutiges Gespräch. Hört mal auf damit. Und hört mal auf zu sitzen. Hör auf zu sitzen. Steh auf. Und versuche immer Techtelmechtel zu machen. Huh? Klappt das jetzt? Ja, es klappt. Sehr schön. Ab ins Bett mit euch beiden. So, Audio pennt noch. Wie sieht's bei dir aus? Wie sieht's beim Schachspiel aus? Gina gegen Audio. Der Showdown. Wer wird gewinnen? Ich bin gespannt. Er möchte gerne 5 Schachspiele gewinnen. Vielleicht können wir da ja heute was reißen. Die gute Andrea. Wir haben inzwischen viele Gäste hier bei uns. Die gute Andrea sitzt noch
am Mikroskop und gucken, ob sie was findet. Das werde ich wahrscheinlich mitkriegen. So, er möchte gerne ein mathematisches Diagramm erstellen. Wir haben hier noch ein neues Gemälde bekommen. Sniff 2. Das können wir, glaube ich, den Namen geben. Das ist Sneef der Zweite. Wir wollen es natürlich rahmen lassen. Und dann werden wir es an den Sammler verkaufen, weil wir haben es ja schon. So. Hier geht es noch fleißig weiter. Aber ich würde sagen, diese lustige Schachpartie beenden wir hier und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Let's Play The Sims 4. Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal.